Mittwochmorgen, 8 Uhr. Der Berufsverkehr rollt durch die Straßen. Doch eine Gruppe Kindergartenkinder und ihre Eltern trotzen Wind und Wetter und machen sich gemeinsam auf den Weg zum Kindergarten Löwenzahn in Albershausen. Hier lernen schon die Kleinsten den spielerischen Umgang mit Ressourcen und nachhaltig zu handeln. Und das beginnt eben schon beim Gang zum Kindergarten, der klimafreundlich zu Fuß vorgenommen wird. Also die Idee ist entstanden, weil unsere Kindergartenleiterin, die Frau Blessing, die hat über einen laufenden Schulbus gelesen in der Zeitung, hat die Idee dann mit in die Elternbeiratssitzung gebracht. Und der Elternbeirat war sofort begeistert und hat gesagt, okay, dann machen wir daraus einen laufenden Kindergartenbus. Und wir hatten eh gerade das Jahresthema Mobilität in kleinen Schritten und fanden, dass das gut dazu gepasst hat. Ja, und so ist das Ganze in Fahrt gekommen. Eine Idee, die sogar ausgezeichnet wurde. So erhielt der Kindergarten vor 2 Jahren durch Umweltminister Franz Untersteller den Ehrenpreis des Landes Baden-Württemberg Kleine Helden gesucht. Auch bei seinen Exkursionen setzt der Kindergarten auf nachhaltige Mobilität und nutzt ein besonderes Angebot der hiesigen Verkehrsbetriebe. Bei unseren Ausflügen nutzen wir die öffentlichen Verkehrsmittel. Heute geht die Reise in die Stadtbücherei. Die Kinder können als Kindergartengruppe umsonst mitfahren. Und wir können dadurch alle Kinder mitnehmen, weil die Eltern keine Mehrkosten dabei tragen müssen. Die unterschiedlichen Aspekte von Nachhaltigkeit und Umweltschutz lernen die Kinder auch alltäglich in ihrer Kindergartengruppe kennen. So steht heute das Thema Blüten und ihre Samen auf dem Programm. Hier wird den Kindern der Kreislauf der Natur beispielhaft aufgezeigt und sie lernen, wie beispielsweise die Äpfel im Garten des Kindergartens entstehen. Und genau durch solche Aktionen erfahren die Kinder ganz anschaulich, wo ihre Lebensmittel herkommen und was aus heimischen Produkten hergestellt werden kann. Unterstützung bei diesem Thema und umfangreiches Informationsmaterial erhalten interessierte Erzieher und Eltern auch im Rahmen des Programms Bewusste Kinderernährung BKI beim Landwirtschaftsamt. Das Thema Ressourcenschonung wird zudem auch beim gemeinsamen Mülltrennspiel vertieft. Hier lernen die Kinder, welchen Müll es gibt, wie er reduziert werden kann und wo welcher Müll entsorgt wird. Sie sind noch klein, aber sie können eigentlich schon ganz viel mitbewirken. Und das versuchen wir den Kindern dann zu vermitteln und sie darin zu unterstützen, dass sie achtet auf ihren Müll, den sie selber macht und den auch andere machen. Wissen, dass die älteren Kinder dann auch an die Jüngeren weitergeben. Vertiefend wird regelmäßig im Stuhlkreis darüber informiert, wie Energie und Wasser gespart werden können. Aber wichtig sind vor allem das Vorleben dieses Verhaltens und die Einbindung in die Alltagssituation des Kindergartens. Im Kindergarten Löwenzahn übernehmen die älteren Kinder schon aktiv Verantwortung und weisen die jüngeren Kinder der Gruppe darauf hin, wenn Strom oder Wasser eingespart werden können. So leisten die Kleinen schon heute einen wichtigen Beitrag für ihre Zukunft.